Zunächst werden wir uns jetzt mit der unüberwachten Evaluation von Clusterings beschäftigen. Sie werden aber sehen, dass wir hier so ein Henne-Ei-Problem haben und dass dadurch, dass diese Sachen in der Regel distanzbasiert sind, sie auf hochdimensionalen Daten wie Textdaten besonders schlecht funktionieren. Sie funktionieren ganz okay, wenn ich so Übungsbeispiele im Zweidimensionalen verwende, aber eben nicht mehr bei komplexen, unsauberen Textdaten. Wenn wir an die Kernidee von Clustering-Verfahren zurückdenken, dann sind die meisten davon ja distanzbasiert und haben in der einen oder anderen Form die Idee, dass Objekte im gleichen Cluster ähnlicher sein sollten und Objekte in unterschiedlichen Clustern weniger ähnlich sein sollten. Das führt natürlich dazu, zu der einfachen Idee, dass ich die Qualität messen kann, wie gut habe ich dieses Ziel erreicht, indem ich die Distanz innerhalb eines Clusters mit den Distanzen zu anderen Clustern vergleiche. Ganz einfache Ansätze wäre jetzt die mittlere Distanz zum Cluster-Mittelpunkt, zum Beispiel bei Chemins, oder eben auch die mittlere quadrierte Distanz. Dann sind wir schon sehr, sehr nah an der Zielfunktion von Chemins. Und da sehen wir so ein bisschen auch das Problem, dieses Henne-Ei-Problem, die Evaluation ist nicht unabhängig von meinem Algorithmus. Ich arbeite auf den gleichen Daten. Damit habe ich hier eine starke Abhängigkeit drinnen. Dann könnte ich noch sagen, okay, ich möchte das Ganze statistischer betrachten, ich möchte jetzt eine Art Varianz betrachten. Dann ist man schnell bei Überlegungen, die in Root Mean Squared Deviations gehen. Also die Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung. Kann man überlegen, wann ich wie mittel und wann ich arithmetisch, wann ich geometrisch mittel und derartiges. Ich komme aber eigentlich immer auf ähnliche Varianten dann. So, wie kann ich das Ganze jetzt halt kombinieren mit der Distanz zu anderen Clustern? Weil ich möchte ja nicht nur die Distanz innerhalb des Clusters minimieren, sonst mache ich einfach jedes Objekt einen eigenen Cluster, sondern ich möchte auch die Distanz auch zwischen unterschiedlichen Clustern gleichzeitig nochmal maximieren. Und eine Sache, die da ganz klassisch sich anbietet, ist eben R-Quadrat, der ja, Coefficient of Determination. Und der hat einen ganz interessanten Bezug. Die Herleitung von den Formeln hier ist eigentlich nicht schwierig, aber braucht ein bisschen Handwerkszeug notwendig. Könnte man sich mit Schulmathematik mehr oder weniger machen, wenn man die entsprechenden Formeln dazu kennt. So, die Beobachtung ist jetzt die Gesamtsumme meiner Quadrate im Datensatz. Das heißt, die Abweichung von jedem Punkt zum globalen Mittelpunkt könnte ich auffassen im Sinne von K-Means, also die Sum of Squares, wenn ich das Ganze in einen Cluster gebe. Die kann ich zerlegen durch den Verschiebungssatz. In zum einen die Abweichungen von dem Cluster-Mittelpunkt, in dem sich der Punkt befindet, plus die Abweichung zwischen den Clustern, beziehungsweise hier auch geschrieben als die Abweichung der Cluster-Mittelpunkte vom globalen Mittelpunkt. Und ich kann das auf verschiedene Arten und Weisen verschieben. Das ist ganz spannend. Das liegt zum Teil daran, dass diese Total Sum of Squares auch noch ein Vielfaches ist von den paarweisen quadratischen Abständen aller Punkte, sodass ich diese Menge aller meiner paarweisen Kanten unterschiedlich ja, zusammensetzen kann, unterschiedlich partitionieren kann. Und dann gibt es eben die Kanten zwischen zwei Punkten im gleichen Cluster und die Kanten zwischen zwei Punkten in unterschiedlichen Clustern. Das, was uns jetzt so ein bisschen hier mit, was wir mitnehmen wollen, ist, dass wir diese Gesamtsumme zerlegen können in zwei Komponenten. Das eine ist die Summe der Quadrate innerhalb des gleichen Clusters plus die Summe zwischen unterschiedlichen Clustern. Und die Gesamtsumme ist konstant. Das bedeutet, wenn ich meine Within Cluster Sum of Squares wie bei K-Means minimiere, maximiere ich gleichzeitig die Summe der Quadrate zwischen den unterschiedlichen Clustern. Einfach weil die Gesamtsumme ja gleich bleiben soll. Und das kann man eben auch dann uminterpretieren als den Anteil der Abweichung, die man mit den Clustermittelpunkten erklären kann und eine Art Rest. Und das ist genau das, was man hier bei dem R-Squared macht. Man misst im Prinzip, wie viel von der Varianz in meinem Datensatz durch die Mittelpunkte erklärt wird und wie viel nicht.
desto mehr ich durch die Mittelpunkte erklären kann, desto genauer wird mein Datensatz durch die Clustermittelpunkte approximiert. Ähnlich wie ich eben bei einer linearen Regression möglichst viel durch das lineare Modell erklären möchte. Und genauso läuft es hier eigentlich auch ab. Darauf aufbauend kann man das Vance-Ratio-Kriterium definieren, auch Kalinske-Harabas genannt. Das nimmt auch diese beiden Terme her, die Between Cluster Sum of Squares und die Within Cluster Sum of Squares. Und die werden aber jetzt in ein Verhältnis gesetzt. Und zwar wird hier durch eine Art Normalisierungsfaktor die Anzahl der Clustermittelpunkte in Betracht gezogen. In einen Cluster zu partitionieren ist natürlich trivial. Deswegen interessiert mich der Fall mit mehr als einem. Und in desto mehr zusätzliche Cluster ich das partitioniere, desto stärker erwarte ich ja, dass ich den Datensatz approximieren kann. Das heißt, desto stärker wird meine Between-Cluster-Sum-of-Squares sinken. Steigen und entsprechend die Between Cluster erst sinken. Und wenn man sich das ein bisschen genau überlegt, kommt man auf diese beiden Korrekturterme hier, dass man es durch k-1 dividiert, beziehungsweise durch n-k dividiert, habe ich sehr viele Datenpunkte, ein sehr kleines k, spielt dieser letztere Term natürlich keine große Rolle mehr. Und diese Formel ist ganz eng verwandt mit dem F-Test, den man bei der ANOVA-Analyse verwendet. So, jetzt hat man da einen statistischen Test, der eigentlich die gleiche Formel verwendet. Deswegen wäre es irgendwie naheliegend, dass man sagt, okay, ich bekomme hier ein signifikantes Ergebnis vielleicht raus. Da ist aber ganz, ganz gefährlich, weil wir genau diese Parameter optimiert haben bereits. Das heißt, wir haben sozusagen die bestmögliche Lösung gesucht für diesen Test. Und damit ist die Signifikanzaussage natürlich nicht unabhängig. Und damit nicht belastbar. So, das heißt, ich darf hier nicht das Ganze als eine Signifikanz dann interpretieren. Ich darf dann nicht die entsprechenden Quantile von der F-Funktion verwenden, derartiges. Aber ich kann natürlich das immer noch als ein Gütemaß hernehmen, dass man sagt, okay, diese Partitionierung ist besser als die andere. Ein weiteres Maß, das vorgeschlagen wurde, auch bereits in den 80er Jahren, ist die Silhouette. Es stammt eng verwandt mit der Methode PERM, mit K-Meduel-Clustering, versucht das eben eine distanzbasierte Evaluation. Dazu werden zwei Terme definiert. Das erste ist der Term A, die Distanz zum eigenen Cluster. Und zwar hier definiert als die mittlere Distanz zu allen anderen Objekten in dem Cluster. Und dann die Distanz B. Das ist die mittlere Distanz zu allen anderen Objekten von einem anderen Cluster. Und dabei betrachte ich den nächstgelegenen Cluster eben im Sinne davon, dass dieses Mittel am kleinsten ist. Dann kann ich darauf basierend die Silhouette definieren, als die Differenz zwischen B und A dividiert durch das Maximum. Durch das Maximum wird das Ganze eben auf einen Wertebereich bis 1 eingeschränkt, sodass der Wert von Konzept her zumindest interpretierbarer wird und man kann die auch dann unterschiedlich plotten. Ich habe hier ein bisschen oben das Problem, dass wenn ein Cluster genau ein Element hat, ist mein Wert A nicht definiert, weil es keinen anderen Punkt gibt außer X. In diesem Fall nimmt man dann eine Silhouette von 0 an. Das ist so definiert. Ich könnte auch einen ganz anderen Wert hernehmen. Ich könnte vielleicht auch minus 1 hernehmen. Das ist aber halt eben, wie es festgelegt wurde. Und die Gesamtsilhouette eines Datensatzes, eines kompletten Clusterings, ist dann der Mittelwert über alle meine Punkte x in dem Datensatz von diesen einzelnen Silhouette-Werten. Hat man jetzt einen Wert bei einer Silhouette, der sehr, sehr groß ist, sprich nahe an 1 ist, dann bedeutet das, dass die Distanz b sehr viel größer ist als die Distanz von a. Ich kann sozusagen a vernachlässigen, dann bekomme ich 1 heraus. Das wäre ein Punkt, der sehr, sehr deutlich zu einem Cluster gehört. Haben wir eine Silhouette von etwa 0, dann bedeutet das, die mittlere Distanz zu dem eigenen Cluster ist gleich der mittleren Distanz zu dem anderen Cluster. Das wäre also ein Punkt, der irgendwo zwischen beiden Clustern liegt. Und habe ich sogar einen Wert kleiner als 0, dann ist der ein anderer Cluster im Mittel näher. Das wäre also in dem Sinne ein Punkt, der falsch zugewiesen wäre.
Stimmt es nicht ganz so, dass ich kann ihn nicht einfach anders zuweisen und erwarten, dass diese Rette besser wird, aber es ist zumindest die Intuition dahinter. Und die Werte aus der Literatur sind jetzt, dass eben eine Silhouette mindestens eigentlich 0,25 sein sollte, damit es irgendwie sinnvoll ist, größer als 0,5, damit es ein passables Ergebnis wird und über 0,7, damit es ein starkes Clustering wird. Das funktioniert aber, wie gesagt, leider eben auch nur im niedrigdimensionalen und für konvexe Cluster, also für die Bewertung von DB-Scan-dichtebasierten Clustering ist es oftmals nicht geeignet. Das Problem so ein bisschen mit dem Silhouette-Kriterium ist, dass die Laufzeit davon quadratisch ist, weil ich muss ja für jeden Punkt den Mittelwert zu den Punkten aus dem eigenen Cluster und zu den aus allen anderen Clustern berechnen. Wenn ich jetzt nicht mit Pruning-Technik noch irgendwas davon abschneiden kann, habe ich eine quadratische Laufzeit, eskaliert also nicht für große Datensätze. Die Simplified-Silhouette, ich kann das statt den mittleren Distanz kann ich auch die Distanz zum Clustermittelpunkt verwenden. Dann habe ich die Laufzeit nun auch auf n mal k reduziert. Für quadratische euklidische Distanzen spielt das dann auch keine große Rolle. Aber für andere Sachen kriege ich halt andere Werte heraus, die aber von der Intuition natürlich immer noch ein bisschen ähnlich sind. Aber ich nehme noch mehr eigentlich an, dass die Cluster gleich groß sind vom Durchmesser her. Gut, dass der Punkt, dass a von x eigentlich nicht dann definiert ist unter Umständen, habe ich schon beantwortet. Die Distanzfunktion muss ich natürlich wählen. Da ist jetzt die Frage, nehme ich die gleiche Distanz oder eine andere? Es kann hier sinnvoll sein, dass ich sage, für mein eigentliches Problem ist die euklidische Distanz wichtig. Aus Effizienzgründen möchte ich mit Kamins clustern, deswegen nehme ich dort effektiv die quadrierte euklidische Distanz her. Dann kann es sein, dass mir die Silhouette sagt, Ergebnis A ist besser, das von Kamins als schlechter bewertet wurde. Das ist denkbar. Aber nachdem Silhouette so teuer ist, gewinne ich auch wenig dadurch. In hochdimensionalen Daten gilt aber halt dieses Problem, dass meine Distanzen immer ähnlicher werden. Das heißt, die Distanz A wird ähnlich zur Distanz B. Und dann geht meine Silhouette natürlich gegen den Wert 0. In sehr hochdimensionalen Daten kann ich also hier eigentlich nicht erwarten, dass ich richtig starke Zahlen bekomme. Es wurden in der Literatur viele weitere Maße vorgeschlagen, zum Beispiel auch der Davis-Brodar-Index. Der hat auch noch einen Parameter p, den ich wählen muss. Das ist der Exponent, mit dem ich hier mittel. Da machen natürlich vor allen Dingen die beiden Werte 1 und 2 hier Sinn. Hier wird der Scatter definiert, also die Streuung eines Clusters, als ein Prinzip die mittlere Abweichung vom Mittelwert. Hier wird aber jetzt die p-Norm hoch p genommen und die Wurzel außerhalb gezogen. Das ist ein Power Mean. Aber wenn ich p gleich 1 setze, dann sieht man relativ leicht, habe ich hier die mittlere absolute Abweichung vom Mittelpunkt. Wenn ich das Quadrat setze, habe ich hier so ein Root Mean Squared. Das heißt, für 1 und 2 zumindest kommen hier recht gut interpretierbare Gleichungen dann raus. Das Zweite, was definiert wird, ist die Trennung zwischen den beiden Clustern. Das ist ein M und das ist eben auch hier die P-Norm der Mittelpunkte der beiden Cluster. Hier ist auch in dem Sinne ein Peter-Exponent vorhanden und dann die Peter-Wurzel, aber eben nur aus einem Wert. Und dann kann ich das kürzer schreiben. Aber von der Form her sind die beiden Sachen eigentlich recht gleich. Das eine Mal nehme ich aber Punkte zu ihrem eigenen Mittelpunkt, das andere Mal nehme ich mit zwei Mittelpunkte her. Darüber wird jetzt eine Ähnlichkeit zwischen Clustern definiert. Da haben wir einerseits die beiden Scatter aufaddiert. Die kann ich mir ein bisschen als eine Art Radius des Clusters vorstellen. Das heißt, ich addiere die beiden Cluster-Radii und dividiere das durch ihre Trennung. Sind jetzt die beiden Radii sehr klein und haben eine sehr hohe Trennung, kriege ich hier also einen kleinen R-Wert her, eine kleine Ähnlichkeit der Cluster. Habe ich jedoch Cluster, die sich sehr, sehr stark überlappen. Die haben also eine große Streuung und im Vergleich dazu eine kleine Trennung. Dann bekomme ich hier auch einen Wert, der sehr groß werden kann. Ja.
aus. Wenn p gleich 2 wäre hier sicherlich der Standardfall, dann ist also mein SI, ist im Prinzip die Standardabweichung meines Clusters, während mein M wirklich der Abstand ist. Also ich habe dann vom Konzept her Standardabweichung plus Standardabweichung geteilt durch Abstand. Das ist also eigentlich eine recht ja, intuitive Gleichung hier. Die Gesamtqualität des Clusterings wird dann definiert als der Mittelwert über alle Cluster der maximalen Ähnlichkeiten eines Clusters zu einem anderen jeweils. Ein kleiner Index ist also besser. Das müssen Sie immer bei den Indizes aufpassen. Mal ist kleiner besser, mal ist größer besser. Hier reden wir über Ähnlichkeiten und wir wollen unähnliche Cluster. Dann sind sie gut. Das bedeutet eben, dass diese Standardabweichungen kleiner sind als der Abstand. Und es wurde in der Literatur noch viele weitere vorgeschlagen. Wir haben also den Dunn-Index, das ist die Distanz von Clustern dividiert durch den maximalen Durchmesser von Clustern. Auch nicht so unähnlich zu dem, was wir gerade gesehen haben. Es gibt Gamma und Tau, Tau ist eine Art korrigierte Version für die Clusteranzahl. Die Idee von Gamma ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Distanz innerhalb eines Clusters kleiner ist als die Distanz zwischen unterschiedlichen Clustern. Der Z-Index ist auch relativ ähnlich aufgebaut. Er zählt sozusagen, wie viele Distanzen haben wir zwischen Punkten innerhalb von gleichen Clustern. Und er nimmt genauso viele kleinste Distanzen. Das heißt, die Idee ist, wie gut wahre ich, dass ich die kleinsten Distanzen beibehalten habe. Der Xibeni-Index ist für Fuzzy-Clusterings gedacht, also die Objekte nur teilweise zu den jeweiligen Partitionen gehören. Das wäre sicherlich für Textdaten, Topic Model später auch ganz interessant. Bei der Gap-Statistik werden zufällige Daten erzeugt. Das ist im Hochdimensionalen relativ fragwürdig. Wir haben den I-Index, wo wir den Abstand zwischen Clusterzentren vergleichen mit eben wieder der Streuung, auch das eben sehr ähnlich und so weiter. Es gibt dichtebasierte Ansätze, speziell für eben dichtebasiertes Clustering wie dbScan. Wir haben den PBM-Index, der Distanz zum Clusterzentrum und zu dem Gesamtzentrum des Datensatzes vergleicht. Und ja, dbCV ein weiterer dichtebasierter Ansatz. Es gibt also zahlreiche weitere Maße. Sie haben aber alle eigentlich hier das Problem, dass sie eben distanzbasiert sind. Und das wollen wir jetzt als nächstes uns anschauen, warum das ein Problem ist.